Hi Leute, in dem Video geht es um die Ungerechtigkeit in der Welt. Und für mich war das ein super riesiger Punkt, wenn ich sonst Ereignisse, wenn ich Dinge gesehen habe in der Welt und mir irgendwann gedacht habe, so, okay, warum ist die Welt so unfair? Warum verhungern Menschen? Warum machen wir den Planeten so kaputt, wie wir es im Moment machen als Menschheit? Warum ist es so? Und war super wütend auf all diese Sachen. Und heute in dem Video möchte ich dir erzählen, wie ich gemerkt habe, hey, diese Wut ist einfach nur dumm, um es ganz klar zu sagen. Okay, und zwar soll es eben heute um diese ganzen Ungerechtigkeiten gehen. Und ich war eben super wütend. Zum Beispiel war es für mich auch so, als ich Vegetarier geworden bin, als ich Veganer geworden bin, erst mit 15 vegetarisch, mit 19 dann vegan. Und da war es für mich so super schwer, irgendwie zu merken, hey, erst denkt man so, du willst es jedem erzählen und sagen, hey, das ist nicht gut, was wir da machen. Und irgendwann checkst du so, es interessiert keinen Menschen. Es interessiert niemanden so. Und als junger Bu, so war das für mich wirklich noch, ja, unglaublich schwer. So. Dass es jedem so egal war. Wirklich sowas von egal war. Wie jeder dann am Ende nur auf sich geschaut hat. Und das hat mich sehr wütend gemacht. Und am Ende habe ich gemerkt, so, hey, diese Wut bringt niemanden weiter, sondern ist einfach nur doof, was ich da mit mir selber mache. So, am Ende fühle ich mich schlecht, weil andere sich doof verhalten. So, weil anderen alles egal ist, fühle ich mich schlecht. Und die Welt hat einen Menschen mehr, der sich schlecht fühlt. Wozu? Wo ist der Sinn? Und das war dieser innere Prozess, der sich bei mir getan hat, wo ich gemerkt habe, hey, es ergibt keinen Sinn, wütend zu sein. Wozu? Es bringt die Welt nicht weiter. Ich kann nicht mehr klar denken, wenn ich wütend bin. Es gibt auch Studien dazu. So, die Intelligenz geht einfach verloren, wenn man wütend ist, wenn man aggressiv ist, macht man die dümmsten Dinge. Gerade im Affekt. Sagt Dinge, die man später bereut. Und gleichzeitig bringt es andere Menschen auch nicht zum Handeln in den allerseltensten Fällen. So. Meistens ist dann erstmal Abwehrreaktion, was ist mit dem los? Und es bringt auch nichts bezogen auf andere Leute. So. Und das habe ich irgendwann gecheckt. Okay, es bringt andere nicht weiter. Ich schade mir selber, ich kann nicht mehr so klar denken, wenn man in diesem Zustand ist. Und die Welt hat einen Menschen mehr, dem es auch schlecht geht. Und das klingt jetzt vielleicht, ja, so einfach und banal, aber das ist ein Prozess, der innerlich passiert und nicht nur so auf einer Verstandesebene. Und wenn du bewusst hinschaust und wenn du mal wütend bist und wenn du dann durchschnaufst und dir das bewusst machst und wirklich daran erinnerst, so, dann wirst du oft merken, hey, es ist doof, was ich gerade mache, weil andere sich bescheuert aufführen, in Anführungszeichen, muss ich mich nicht schlecht fühlen. So. Ich mache einfach das, was nötig ist, was ich machen kann. Ich tue meinen Teil. Aber am Ende hat mich diese Wut auch davon abgehalten, meinen Teil zu tun und mein Leben damit zu genießen, so. Und das sich in so einem Moment bewusst zu machen, auch in anderen Situationen, nicht nur dieser Weltschmerz, wenn man es mal so nennen mag, sondern andere Ereignisse, die einen wütend machen, wo sich Leute einfach, Anführungszeichen, unfair verhalten. Es bringt niemanden weiter, wenn man dann wütend ist. Ein Satz, der mal bei mir hängen geblieben ist, vielleicht habt ihr den Film auch gesehen, American History X. Und er sagte am Ende, oder ich weiß gar nicht, in welcher Stelle im Film es ist, schreibt er seinen Deutschaufsatz, ein Junge, und es geht so um die, ja, Zustände und die Gleichberechtigung von Weißen und Farbigen und
Irgendwann merkt er selber so, und diese Nazi-Szene in den USA geht es auch, und merkt irgendwann selber so, hey, Hass ist Ballast. So, Hass schleppt man einfach nur, es ist wie eine Last, die man mit sich rumschleppt. Und wenn du wütend auf irgendjemanden bist, dann hast du einfach nur einen Rucksack, den du mit dir rumschleppst, und es ist anstrengend, deine Reise. Wenn du diesen Ballast ablädst, wenn du diese Wut weglässt, so, das heißt nicht, dass du alles okay finden musst, was passiert ist. Aber das heißt, dass du nicht wütend sein musst, sondern du machst einfach das, was nötig ist. Sagst das, was nötig ist, machst das, was nötig ist, grenzt dich da ab, wo es nötig ist, aber ohne irgendeinen Groll, Wut, Hass in dir zu tragen. Und wenn du dir das bewusst machen kannst, dass du eigentlich nur dir selber gerade schadest in so einer Situation, ist im Äußeren so gut wie nichts bewirkt, wenn es ist Zufall, oder du kannst es genauso, wenn du klar bist und in einem guten Zustand und fröhlich bist, kannst du es genauso machen, kannst es viel besser machen, weil deine Intelligenz viel besser arbeitet, weil du viel unbehafteter bist, weil du viel besser schauen kannst, okay, was könnte diesen anderen Menschen jetzt wirklich dazu ermutigen, seine Sichten vielleicht zu überdenken. Aber ob er das am Ende macht, ist immer seine Sache, weil so, du kannst nichts anderes machen als das in die Welt tragen, was dir wichtig ist. So eine Blume, die duftet einfach. So, wenn jemand eine verstopfte Nase hat und nicht den richtigen Riecher hat, dann kannst du ihm sagen, was du möchtest. Und das wirst du eben auch feststellen, wenn du öfter mal diskutierst hast mit Menschen. So, wenn die Leute nicht an dem Punkt sind, dass sie offen sind, dass ihre Nase offen ist und sie den richtigen Riecher dann haben, um zu merken, okay, was ist es eigentlich, dann ist es egal. So, wenn jemand eine verstopfte Nase hat, dann kannst du ihm noch so beschreiben, wie es ist. Er wird es nicht wahrnehmen. Und das ist der Punkt. Wenn man das erkennt, wenn man sich das bewusst machen kann, dazu helfen eben auch Körperübungen, Atemübungen, die am besten täglich zu integrieren oder sich täglich einfach mal 5 oder 10 Minuten Wecker zu stellen, in Ruhe hinzusetzen, durchzuatmen und einfach nichts zu machen. Einfach mal alles laufen lassen, das einfach mal beobachten, was passiert hier eigentlich. Du wirst sehen, du lernst deinen Körper, deine Emotionen, alles, was du hier mitgebracht hast, besser kennen und merkst mal, wie kannst du eigentlich durchs Leben gehen, mit was für einer Freude, wie kannst du eigentlich auf Situationen reagieren und du kannst diese Ballast hinter dir lassen, wenn du merkst, was du da eigentlich machst, kannst du merken, okay, es macht keinen Sinn, hey, ich kann hier glücklich durchs Leben gehen, egal was passiert, so egal wie widrig die Umstände irgendwie sein mögen, du kannst glücklich durchs Leben gehen. Und nicht mehr Situationen, Dinge, Personen, sonst was entscheiden dein Glück, sondern du entscheidest es. Weil am Ende passiert es auch immer in dir. Andere können nur auslösen, was in dir ist. So, du bist wütend. Du hast mich wütend gemacht. Aber du bist wütend, innerlich so. Wenn du eine andere Einstellung hättest, wenn du innerlich merkst, was du machst, dann könntest du anders auf die Situation reagieren. Oft macht man es eben nicht bewusst. Und dieses Bewusstsein, das ist der Riesenpunkt dabei. Und wenn du sowas kennst, wenn du es selber schon mal gemerkt hast in Situationen und es auch tricken konntest für dich, dann schreib gerne mal unter das Video. Und ansonsten, wenn dir das Video hier gefallen hat und auch so dieses Format, dann ja, schreib gerne mal, lass einen Kommentar da, damit ich weiß, dann mache ich mal mehr Videos in diese Richtung von dem Thema her. Und ansonsten, ja, wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut und bis dann. Ciao.